Ist recht hübsch übrigens. Habe ich, bevor ich den Laserpointer hatte, habe ich die diese kleine Birne zum Beleuchten genutzt, wenn ich das Schlüsselloch mal wieder im Dunkeln nicht gefunden habe. Obwohl, was? 120 Tage Rückgaberecht? Okay. Ja, aber was wollen die Versandkosten haben? Also ich meine, zu den 9,99 kommt doch bestimmt noch irgendwie Versandkosten dazu. Mehrfarbig Schlüsselanhänger. Must have, haha, definitely going on my keychain. But it only has 1562 uses and then it breaks. Ja, eine Diamond Pickaxe hält leider nur 1562 Blöcke lang. Es sei denn, heißt das Ausdauer im Deutschen? Es sei denn, man hat sie enchantet, dann hält sie länger. Je nachdem, wie hoch man sie enchantet hat. Also ich habe eine Spitzhacke, die hat schon mindestens 3000 Blöcke durchgehalten, weil ich da entsprechende Enchantments drauf habe. Needs is for my keys, bla bla. What? There should be a 2-pack that has both diamond keychains and costs a little less. Achso, ja. Wie jetzt? Scroll. Nein, ich kaufe mir jetzt sowas nicht. Erst recht nicht, während ich hier quasi noch im Hintergrund irgendwas nachkommentiere, wo ich gerade in einer dunklen Höhle im Wasser rumplansche. So, was gibt's denn hier noch? Ein, what? Confused Tea? Okay, ja. Gut, was haben wir hier sonst noch? Powered by Redstone. Ein Grasblock als iPhone-Hülle. Aha. Okay, ein Poster. Ein Sticky Note Cube. Ah, mit diesen selbstklebenden Zetteln in Form eines Cobblestone. Yo. Und da ist schon wieder meine Pickaxe ist kaputt. Na toll. Da hätte ich mal vielleicht drauf achten sollen. Ein Giant Foam Creeper. Pickaxe Touchscreen Stylus. Ja, ist klar. Wenn mit der Pickaxe auf dem Touchscreen. Was? Cobblestone Wrapping Paper. Och, Geschenkpapier in Cobblestone-Optik. Aha. Creeper-Anhänger für eine Halskette. Ja, okay, gut. Das ist jetzt nicht so männlich. Geil, ein Pickaxe-Flaschenöffner. Ach, echt, das gibt so haufenweise Zeug hier. Was? Ich bremse auch für Porkchop. Okay. Ja, gibt interessante Fanartikel, muss ich schon sagen. Es gibt auch die Bilder aus Minecraft als Fanartikel, als Poster. Eine Styropor? Nee, nicht Styropor, eine Schaumstoff-Pickaxe. Jo, die ist aber echt lebensgroß. Stahlmagnete. Für einen Kühlschrank. Das ist cool. Da kann man dann so kleine TNT-Blöcke. Hey, da kann man quasi sein Minecraft an den Kühlschrank kleben. So TNT-Blöcke und eine kleine Crafting-Bench und ein kleiner Ofen. Daneben noch eine Kiste. Dann baust du noch aus Cobblestone dir so ein kleines Haus. Ach, wie süß. Was ist das denn? Ein Eisenschwertgürtel. Mit Eisenschwertlock-Optik. Nee, aber echt so eine Minecraft Diamond Pickaxe Keychain. Ich glaube, die werde ich mir demnächst mal kaufen. So, eigentlich wollte ich ja ursprünglich... wir sind ja jetzt mittlerweile schon in einer neuen Folge, aber eigentlich wollte ich in der Folge gestern, falls jemandem irgendwie das aufgefallen ist. Oh, Diamond Necklace. Ja, eine Diamanten-Halskette. Und zwar kein echter Diamant, sondern ein Minecraft-Diamant. Ja. Ich möchte gerne mal eine Frau sehen, die dies Ding trägt. Wobei der beleuchtete Redstone-Ore, der ist auch interessant. Was kostet denn der? Gucken. So, wo kommen wir denn da hin? Bei ThinkGeek. Wow, $24,99. Leute, für den Preis baue ich mir das Ding selber. Okay, wenn man es einmal antippt, leuchtet es wenig. Und je mehr man es antippt, desto mehr leuchtet es. Okay. Nee, also für den Preis baue ich mir das Ding selber. Da gehe ich einfach in den Baumarkt und mal überlegen, was braucht man da? Man braucht Holz, um den Würfel zu bauen. Da kann man eigentlich auch Sperrholz nehmen, dünnes Sperrholz. Dann bohrt man da Löcher rein an die Stellen, wo dann entsprechend die Sachen beleuchtet werden sollen. Dann braucht man eine kleine Feile. Damit feilt man die entsprechenden Stellen passend zu den eckigen Formen des Würfels. Und dann druckt man sich den Redstone-Cube druckt man sich dann aus. Also mit dem jeweiligen Texturenpack zum Beispiel.
Und da, wo die Löcher sind, wird er dann später leuchten. Und dadurch, dass das Ganze aber aus Papier ist, wird es nicht so sein, dass es so grell leuchtet, sondern dass es nur dezent beleuchtet ist. So, wenn mir das nachbaut und ein Foto schickt, könnt ihr gerne machen. Würde mich freuen. Aber ich wollte ja eigentlich hier ursprünglich mal nachgucken. Was? Lego Minecraft? WTF. Ich fühle mich jetzt... Was? Es gibt den Lego Nether, es gibt die normale Welt und es gibt eine Village aus Lego. Okay. Hier, buy a gift code 19,95 €. Minecraft kostet 19,95 €. Heißt im Umkehrschluss, wenn also euch irgendjemand, wie ich ja gestern schon anmerkte, 50 € bietet, um Staub zu essen, dafür könnt ihr euch 2,5 Mal Minecraft kaufen. Also, esst ruhig den Staub. Aber tut nicht dieses, der Hunger treibt's rein. Nein, nö. Ich meine, gut, okay, dem Dönermann könnt ihr den Döner vielleicht nicht ins Gesicht werfen, aber eurer Mutter könnt ihr das Essen ins Gesicht werfen und sagen, lernt kochen! Also, sorry, dass ich jetzt so rumgebrüllt habe. Natürlich sollt ihr eurer Mutter nicht das Essen ins Gesicht werfen und ihr sollt ihr auch nicht sagen, dass sie kochen lernen soll, aber vielleicht schenkt ihr ihr ja zu Weihnachten ein Kochbuch. Also, so als dezenter Hinweis, dass das Essen vielleicht nicht ganz so genießbar ist, wie man meinen könnte. So. Ja. Dann wären wir eigentlich auch mit dem Thema durch. Und das Blöde ist, ich habe jetzt gerade festgestellt, dass ich das Thema so folgenübergreifend bequatscht habe. Also, das Thema aus der letzten Folge habe ich in dieser Folge quasi wieder fortgesetzt. Und das ist so ein bisschen blöd eigentlich. Wobei, wo wir gerade bei Minecraft sind und dem Fanshop, fällt mir gerade auf. Also ich gucke jetzt nochmal in dem Fanshop nach. Also mal sehen, Lego, Pickaxe, ein Schwert aus Styropor, ein Steve-Kopf, ein Creeper-Kopf, es gibt Armbänder, es gibt alles Mögliche. Aber ich glaube, eins gibt es nicht. Es gibt kein... Okay, Minecraft-Cut-Chart für Porkchop. Also aus dem Schwein kommt überall Porkchop raus. So, was ich sagen wollte ist, es gibt zwar unheimlich viele Fanartikel, aber Moment. Ich habe noch nicht Google befragt. Also, bevor ich Google befragt habe, behaupte ich hier nichts. Minecraft. So. Okay. Bla bla bla. Nö, scheinbar. Nein, scheinbar gibt es das nicht. Also, nein. Gut, ich habe jetzt gegoogelt und es gibt definitiv keine Minecraft Cornflakes. Denn ich habe mich in letzter Zeit gefragt, wie wäre es denn, wenn man so fanartikelmäßig bei Minecraft einfach mal so ein paar, ich sag mal, unübliche Sachen macht. Also zum Beispiel Minecraft Cornflakes. Die sehen dann aus wie kleine Spitzhacken und kleine Schaufeln und was gibt's da noch? Ja, kleine Hose. Ich weiß gar nicht, was ist denn der deutsche Begriff für Ho? Und ich meine jetzt nicht die Prostituierte, die umgangssprachlich so genannt wird. Ho-Übersetzung. So, was sagt Google? Ja, Englisch-Deutsch-Übersetzung. Was? Ho? Hacke? Rübenhacke? Maishackgerät? Gartenhacke? Okay, Gartenhacke wäre jetzt noch das, was so am besten hinkommt. Aber im Endeffekt ist es so, diese Cornflakes würden dann quasi wie so gängige Minecraft-Werkzeuge aussehen zum Beispiel. Stell ich mir ganz lustig vor, wenn man dann so morgens am Frühstückstisch sitzt und mal eben schön eine kleine Diamond-Pickaxe im Müsli hat sozusagen. So, die schmeckt dann, was weiß ich, die ist wahrscheinlich dann auch blau. Dann gibt's, dann gibt es die in verschiedenen Farben. Dann gibt's die in blau, das ist dann Diamond. Dann gibt's die in so einer natürlichen Cornflakes-Farbe. Das ist dann quasi die Holzhacke. Und dann gibt's noch Schaufeln und Äxte und Schwerter gibt's auch noch. Wobei ich finde, Rüstung soll haben jetzt in einem Cornflakes-Müsli quasi nichts zu suchen. Also Rüstung, ne, ich esse doch keine Rüstung morgens. Aber so eine leckere Spitzhacke, so, yum, yum. Ja, und dann könnte man das quasi noch fortsetzen. Also ich meine, dann könnte man zum Beispiel noch kleine Steves als Gummibärchen machen. Und dann ist in den Gummibärchen-Tüten sind so kleine Steves drin und kleine Creeper und kleine Zombies.
und dann kann man quasi mit seinem Essen spielen. Da nimmt man sich so eine Cornflakes-Spitzhacke und fängt dann an, so einen kleinen, ein Cornflakes-Schwert und fängt dann an, so einen kleinen Creeper zu töten, aber der Creeper kommt einem zu nah und dann explodiert er und reißt die ganze Tüte mit sich. Und ja, stelle ich mir ganz lustig vor eigentlich. Also, wobei, ich würde sagen, wenn man das tatsächlich irgendwie mal produziert, dann sollten die Gummibärchen nicht zum Explodieren neigen, die Gummibärchen-Creeper sozusagen. Auch wobei, was könnte man denn sonst noch machen? Also, man könnte das Übliche machen. Man könnte natürlich, na gut, Steaks und Porkchop, das ist jetzt nicht so, also, so mit frischem Fleisch irgendwie, da würde ich jetzt nicht so Fanartikel von kaufen. Erst recht nicht, wenn die aus den USA geliefert werden oder so. Weil, ich meine, bei Gummibärchen ist das ja noch was anderes. Die halten sich ja ein paar Monate, aber so frisches Fleisch aus den USA sich liefern lassen? Ich weiß nicht. Wobei, ich habe da irgendwo mal gehört, es gibt da angeblich so ein Fleisch-Abo. Okay, ich guck jetzt mal nach. Tatsache, es gibt ein Steak-Abo im Internet. Ich habe jetzt gerade mal eben kurz Google angeschmissen und ich bin erstaunt. In diesem Online-Shop, den ich hier gefunden habe, gibt es tatsächlich ein sogenanntes Steak-Abo. Du kriegst 20% Preisvorteil im Gegenzug, im Vergleich dazu, als würdest du die Steaks alleine kaufen. Mal sehen, wie bewerben sie es? Wir haben das Rundum-Sorglos-Paket für alle Steak-Liebhaber. Versendet jeden Monat am ersten Montag ein Monatspaket. Ach so, du kriegst also quasi für einen Monat Fleisch im Voraus. Du brauchst dich um nichts mehr zu kümmern. Einfach den Auftrag geben und du kriegst automatisch Fleisch geliefert. Man stellt sich mal vor, du bist im Urlaub und der Nachbar nimmt das Fleischpaket an. Grillparty ist bei dem dann. Mal sehen, das Steak-Abo 360. Okay. Mal sehen, du kriegst am ersten Montag des Monats eine Steakbox. Okay, du kannst es auch verschieben. Achso, da gibt es dann verschiedene Steaks. Also sprich, du kriegst jetzt nicht immer dasselbe, sondern du kriegst immer andere Steaks. Die sind natürlich alle einzeln Aroma versiegelt. Und ich weiß jetzt nicht, werden die gekühlt geliefert? Also kommt dann quasi so ein Kühllaster bei einem an und sagt so, Hallöchen, ich komme hier aus, ich komme aus dem 500 Kilometer entlegenen, welche Stadt 500 Kilometer von hier aus entfernt ist. Aber auf jeden Fall sagt der Typ dann zu einem, ja, und ich habe ihnen ihr Steak mitgebracht. Und dann fragst du, und, haben sie viele Leute hier in der Umgebung zu beliefern? Und der Typ sagt, nein, sie sind der Einzige. Ich bin extra wegen ihnen 500 Kilometer gefahren. Damit sie ihr Steak auch frisch kriegen. Okay, also das hier ist jetzt quasi so ein Steak-Abo für ein ganzes Jahr. Und dann gibt es auch noch ein Barbecue-Abo. Da kriegst du nur 5 Pakete. Interessant, wusste ich nicht. Also, dass man sich Fleisch abonnieren kann. Also, ich habe bislang schon von diesen komischen, dieses Unterhosen-Abo, was irgendwo ständig beworben wird mit, bekomme die erste Unterhose gratis. Wo ich denke, juhu, ich habe ja nicht schon genug Unterhosen, da brauche ich ja nie auch noch ein Unterhosen-Abo. So im Sinne von, ja nee, du kriegst jede Woche eine neue Unterhose, dann brauchst du im Endeffekt, ja hallo, wer nur einmal in der Woche die Unterhose wechselt, der braucht gar keine neuen mehr kaufen, der kann die alten einfach wegschmeißen, wenn er sie eine Woche getragen hat. Wozu waschen? Waschen ist völlig überbewertet. spart enorm Wasser und Waschmittel. Wobei, es spart natürlich keinen Stoff und ich nehme an, so ein Unterhosen-Abo ist wesentlich teurer als jetzt die Unterhosen zu waschen. Ja, so zeitlich nähern wir uns schon wieder dem Folgenende für dieses Mal. Und ich weiß nicht, insgesamt geht das Ganze hier 4 Stunden 26. Und ich wollte jetzt eigentlich nicht 4 Stunden 26 durchquatschen. Ich weiß nicht. Also, mal sehen, was haben wir denn hier noch sonst für Themen? Also, zum Beispiel, hier, ich weiß nicht, wie ich auf dieses Thema gekommen bin, aber manchmal frage ich mich, sagen wir es mal so, ich hatte letztens, also ich fange jetzt, ich versuche jetzt mal zu dem Thema hinzuleiten. Letztens hatte ich nicht wirklich einen Albtraum, aber ich hatte schon einen Traum, wo ich dachte so, okay, gut, jetzt wäre es langsam Zeit, mal aufzuwachen. Also im Sinne von, nachdem du den Traum hattest, denkst du dir, ach, warum bin ich nicht früher aufgewacht? Der Traum war ja echt scheiße. So im Sinne von, oh ja, hier, lauter scharfe Weiber und die tun es alle irgendwie mit dem Nachbarn und ich höre immer nur zu. Und dann denkt man sich so, was ist denn das für ein Scheißtraum? Ich wäre lieber der Nachbar in dem Traum. So, und wenn man halt solche Träume hat, frage ich mich dann teilweise, ob Leute, die, ob zum Beispiel der DHL-Bote oder der Heizungsableser
oder, keine Ahnung, der Klempner, ob die vielleicht so berufsbedingte Träume haben. Also die träumen jetzt nicht nur von, keine Ahnung, von ihrer Freundin, Frau, wie auch immer, sondern die träumen auch, dass sie, was weiß ich, irgendjemand ein Paket bringen